So, YouTube. Willkommen zu Staffel 7, Folge 2, Worker and Resources. Ihr habt noch nicht viel verpasst. Wir haben sehr viel über alles geredet. Und die ersten beiden Gebäude sind aber fertig. Und wir haben endlich Baufahrzeuge und Bauhäuser. Das ist doch schon wunderschön. Jetzt frage ich mich nur, warum die das da nicht weiterbauen. Und das werden wir jetzt gleich herausfinden. Wir haben hier noch gar keine Quellen zugewiesen. Und dann übertragen wir das. Und eigentlich haben die, ja, die als Bauaufgabe. Das ist schon mal gut. Und genau, wir sagen auf jeden Fall Baumaschinen mit LKW transportieren. Immer, sodass sie nicht die Straßen verstopfen. Das wäre mir auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen. Dann wird das dann nämlich fertig. Das wäre der erste Geniestreich auf unserer Seite. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Öltank. Der kostet 4,5. Ich würde den hier holen dafür. Ich glaube, das ist er, ne? Habe ich erwischt. Genau, der belädt sich hier mit Öl und Benzin. Und entlädt das jeweils hier. Zack, zack. Kann man schön einstellen. Und sobald er da drin ist, können wir starten sagen. Start. Und dann fährt er los. Ach, hier in der Liste hat sich auch ein bisschen was verändert. Kann das sein? Der erste Punkt heißt irgendwie nicht erster, aber die anderen, da steht 2,3. War das schon immer? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. So, auf jeden Fall bringt ihr das Benzin direkt hierher, damit die Baumaschinen nicht erst hier vorne zur Tankstelle fahren müssen. Aber alle, die unterwegs hier tanken müssen, haben die Tankstelle als Option auf jeden Fall da. So, nächste Sache. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht in der Planung. Und zwar wollte ich mir einen Hügel machen, auf den ich das Wasser setze. Den haben wir diesmal aber gar nicht. Wir könnten natürlich das Wasser irgendwie hier hinsetzen, aber das Problem ist natürlich, dass wenn wir hier später einen Hafen und hier die Industrie aufbauen, das Wasser verschmutzen. Ich hätte hier vielleicht so einen Hügel machen sollen, wo ich das Wasser raufsetze. Kacke. Jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir da drin gefangen. Das heißt, Wasser abfließen geht nicht. Hier ist Kohle, hier ist Eisen und hier ist Öl. Das heißt, da hinten könnte ich höchstens Wasser auf dem Hügel setzen und ich glaube, hier ist Uran. Von daher, ja, genau, der Vulkan hier ist voller Uran. Also vielleicht nicht die beste Idee. Wo bauen wir also das Wasser hin? Also wenn hier Industrie ist, kommt hier Wasser nicht hin. Hier wollen wir auf jeden Fall Sachen bauen. Auch doof. Hier kommt ein Hafen hin. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, vielleicht hier zwischen so am Rand Wasser zu haben, sodass wir die Hälfte auf jeden Fall wegkriegen vom Brunnen. Und ich guck mal. Der Wasserbrunnen, der kleine, braucht nämlich keine Arbeitskräfte. Ah, das ist der Trick von dem Spiel, nicht? Stimmt, der kleine Brunnen. Ah. Ich habe gestern gesagt, die haben so einen Deadlock. Haben sie auch. Man braucht nämlich Arbeiter für Wasser, um Wasser herzustellen. Aber eigentlich ja nicht. Du kannst ja auch den kleinen Wasserbrunnen nehmen, dann ist nur die Wasserqualität scheiße. Ich meine, das will man in den meisten Fällen gar nicht. Aber dann setzen wir das vielleicht wirklich hier an den Rand. Dann haben wir da... Ich meine, da kommen Schienen oder so später hin. Es darf halt nichts gebaut werden auf dem Gelände, wo der ist. Um die Wasserqualität nicht noch weiter runterzubringen. Ich meine, an sich nicht weiter tragisch. Machen wir es so? Änderungen sind schwer rückgängig zu machen von hier. Aber es ist, glaube ich, das Cleverste, was ich machen kann. Ich hoffe, die können ihn da bauen. So, und dann umziehe ich den gleich mal mit Straßen. Das war so sagen... Irgendwie von hier. Bis hier.
darf erstmal nichts gebaut werden, damit der hier sein Wasser in Ruhe abschöpfen kann. Aha. 100% kriegt man eh nicht hin. Das wird eh ein bisschen sinken, allein weil wir eine Zufahrtsstraße brauchen. Aber besser als mit anderen Sachen. So, den können sie also auch erstmal bauen. Schließen wir einfach hier an. Ich finde, die Sandwege passen total gut zum neuen Setting. Zum Tropen-Setting. Ich kann mir auch hier richtig gut die Plattenstraßen überall vorstellen. Gerade für so die Gebäude anstatt Kiesstraßen. Ich meine, wir müssen eh erstmal auf Kies kommen. Nach dem Kies gehen wir dann weiter. So, und dann beim Wasser. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wasserpumpe. Das ist nämlich immer das Problem, was ich vergessen habe. Vergesst nicht die Wasserpumpe. Und die große ist kaum teurer als die andere, damit wir später das erweitern können, um einen zweiten Brunnen zum Beispiel. Ich baue gleich die zweite Pumpe. Und wir können ja erstmal bauen und planen. Wir müssen ja noch gar nicht weitermachen. So, also er geht hier auf jeden Fall ran. Solange keine Straße dran ist, werden die das nicht bauen. Und kleine oder große Wasseraufbereitung ist die Frage. Von den Bausachen, ich würde auch erstmal eine kleine bauen. Zur Not bauen wir lieber eine zweite, glaube ich, diesmal. Wobei das für 10.000 Leute durchaus reichen dürfte, was wir hier haben. Nicht vergessen, auch wenn es lächerlich klingt. Achso, das ist ja eine Pumpe. Ich wollte gerade sagen, nicht die Pumpe vergessen. Wir könnten das spiegeln. Nee, so ist eigentlich schon ganz okay. Vielleicht so. Und dann brauchen wir dahinter wieder eine Pumpe. Und von da aus können wir dann in die Stadt gehen, aber wir brauchen noch eine zweite Pumpe. Ja, das ist richtig. Oben da noch einen Wasserspeicher zwischen zu hängen. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn wir so ein bisschen Reservemöglichkeiten damit dabei haben. Na, könnte ein bisschen eng geworden sein. Wir gucken mal, ob das von den Rohren her passt. Ja, das hier geht nämlich da nicht. Ja, auch das hier ist vielleicht ein bisschen sehr eng, obwohl das geht noch. Sieht aber auch scheiße aus. Oh! Spiel abgestürzt! Interessant. Interessant. Das ist der zweite Absturz, den ich, seit ich das Spiel in den letzten Zeiten gespielt habe, hatte. Also innerhalb von 5 Monaten. Aber krass. Ungünstig, sage ich mal. Ungünstig. Also gerade für eine Aufnahme und so ist sowas immer ungeil. Mal gucken, wo er gespeichert hat jetzt. Bin very excited. Normalerweise hat er recht gute Speicherpunkte. Naja, wo wir das hier noch nicht gebaut haben. Na gut, müssen wir es nochmal machen. Aber das haben wir schon. Angeschlossen ist es. Das ist gut. Dann können wir da auf jeden Fall nochmal ran und das nochmal gestalten. So, Wasseraufbereitung klein hatten wir gesagt. So rum.
Moin Moin! Hallo, MC Creations. Willkommen auch im Chat. Wer auch dabei sein will, alle gerne zu Twitch kommen. Da ist der Chat aktiviert. Und ihr könnt live dabei sein. Wie ich versagen werde. Oder das Spiel abstürzt. Ne, je nachdem. Muss ja nicht mehr ich versagen, nicht? Es kann ja auch das Spiel versagen. Ich hoffe, diesmal stürzt es nicht ab. Die Pumpe hier ist eigentlich blöde. Hier ist er auch blöde. Eigentlich ist so ist die schon ganz gut gewesen. Machen wir es so. Und dann machen wir die zweite einfach so in die Richtung erstmal. Dann können wir hier vielleicht das Ding hinsetzen. Ah, jetzt weiß ich, warum ich das so nicht wollte, weil dann die Wege so blöd sind. Erstmal das Ding setzen. Dann zeigt der Weg nach hinten. Das ist gut. Das heißt, das Ding kommt hier ran. Machen wir mal ein bisschen zur Seite. Und dann muss das hier wieder ran. Ja, dann machen wir es einfach so. Und dann ist das unser Wassergelände, nicht wahr? Hat denn einer von euch selber schon gespielt? Sich das Spiel geholt? Die Biome sich angeguckt? Oder seid ihr alle noch ein bisschen skeptisch? Wartet lieber ab, bevor ich das holt. Also ich habe noch nicht die Rezension... Oh, da brauchen wir ja sogar eine Straße. Die Rezension auf Steam angeguckt. Und ihr dürft nicht vergessen, was heute ist. Zockenende. Prost übrigens. Jetzt muss der da erstmal hinfahren, der hier hin wollte. Ah ne, der muss da sein, nicht? Und der muss hier hinter sein. Das ist immer noch blöd. Dass kein Auto auf der Strecke sein darf, aber auch verständlich, nicht wahr? So, jetzt ist er runter. Dann können wir das nämlich so machen. Ja, naja. Sieht nicht gut aus, oder? Ah, das. Dann machen wir es nochmal neu. Oh. Aber die kleinen Reste bleiben immer noch übrig. Zack. Und ich finde, gerade bei denen hier sieht man das so schwer. Na, das wird nicht besser. Es wird hinten immer schräger, nicht? Oder ich könnte es so machen. Auch nicht schlecht. Es hat irgendwie was, oder? Das so ein Bogen. Gefällt mir irgendwie. Dann machen wir den daran und den machen wir daran. Ah, das, diese Millimeter hier, da hätte ich gerne noch ein feineres Gitter, nicht wahr? Okay. Ich finde, so können wir es lassen. Können wir nicht. Eine Sache fehlt nämlich. Die da. Und dann können wir erstmal die Gebäude bauen lassen und dann bauen wir die entsprechenden Rohre. Unser Abwasser steht gleich. Sehr gut. Da fehlen nur noch die Pumpen. Und dann müssen wir so langsam um Strom uns Gedanken machen. Ich finde nur mal, Strom ist schwierig, bis man wirklich das erste Mal weiß, wo die Stadt ist und sowas. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern. Also wir haben ja diesmal gesagt, wir bauen die Wohngebäude immer dahin, wo die Leute auch arbeiten. Das heißt, verteilte Wohnhäuser und dann lieber die Leute zu den Läden zurückbringen mit Bussen. Oh, weiß nicht, ob das ein
Eine gute Methode ist, wir werden es einfach probieren. Im Zweifel scheitern wir und starten nochmal neu. Und dann werden wir mal sehen, was uns so erwartet. Ich bin gerade am Anfang des zweiten Teils der Kampagne, sagt MC Creations. Oder M Creations, nicht? Ich sage immer MC, MC Hammer. M Creations. Ah, Kampagne habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeguckt. Die war wohl noch sehr unausgegoren und ist immer abgestürzt in den letzten Monaten. Und da gab es aber sehr viele Bugfixes, damit die zum Release da ist. Das ist ja schon mal dann gut zu wissen. Also richtig so ein Layout habe ich noch nicht heute, oder? Oder generell in dieser Map. Hat auch ein bisschen was von so einem ägyptischen Ankh jetzt. Aber okay, ja, mit der Stadt. Ich würde sagen, dann bauen wir hier doch so eine... Bauen wir das hier hin? Die Kindergärten müssten aber bei denen sein, oder? Wegen der Reichweite? Oder ist das dann egal? Oha. Also interessant zu wissen. Nicht, dass die nicht alle Gebäude in Entfernung haben können. Also ich weiß, die können sich Essen aus der Entfernung holen. Das geht auf jeden Fall. Aber bringen die ihre Kinder zur Schule und gehen dann erst arbeiten? Das wäre interessant zu wissen. Das habe ich nicht ausprobiert bisher. Nur Nahrung. Nahrung geht. Aber ich würde natürlich auch nicht ewig weit fahren. Aber wenn alles auf einem Haufen ist... Interessant. Du hast gerade erst gelernt, wie man manuell baut. Jetzt kommt die Stromproduktion. Dann viel Spaß. Sind schon andere Leute daran gescheitert. Vor allem auch, ich habe auch sehr viele gehabt, die gehört haben, das kann doch gar nicht so schwer sein, das ist so leicht. Und die sind dann in den Tutorials schon verzweifelt. Es ist doch schon komplexer. Sieht leichter aus, wenn es jemand bedient, der schon länger spielt. Aber selber erstmal alle Buttons zu finden und die Mechaniken zu verstehen, hat doch einiges an Zeit gekostet, nicht? Ich habe jetzt nicht so 7000 Stunden wie andere. Ich habe nur 800 oder 600, was? 700? Wartet, wir gucken. 650, um ganz genau zu sein, haben wir gerade überschritten. Und nach dem LP haben wir dann wahrscheinlich so 600, 720 vielleicht. Ja, mal gucken. Je nachdem, wie viele Folgen es wären. Ich bin skeptisch, ob unsere Taktik klappt. Aber wir machen es einfach. Wollen wir uns so ein Versorgungsding bauen oder machen wir das immer in den Hinterhöfen? So eine an der Bushaltestelle so ein Versorgungsding? Ich baue erstmal eine Bushaltestelle. Fangen wir doch damit an. Wo sind die Bushaltestellen? Und ich baue sie einfach irgendwo hin. So. Ich überlege gar nicht großartig. Dann wirkt das alles am Ende nicht so statisch und gedrungen. Oh. Ob es gut oder schlecht ist, das werden dann die Zeiten zeigen. Nee, wir bauen mal noch keine Wege. So, was brauchen wir denn, wenn wir Leute in der Stadt haben wollen? Also als erstes ein Lebensmittelmarkt. Da gibt es nur einen. Oder wir bauen gleich ein Einkaufszentrum. So ein kleines Einkaufszentrum wäre eigentlich schon gar nicht schlecht. Das kostet hier kaum mehr. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ah, und das hat zwei Eingänge jetzt. Oh ja, das ist natürlich super viel wert. Weil, dann können wir hier hinter, wenn hier auch keiner wohnt, natürlich auch ein kleines Lager hinmachen.
Ah, nicht für den Anfang, oder? Ich plane schon wieder groß. Wir müssen das nur am Anfang niedrig halten. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, warum es 2 Fußballplätze gibt. Aus dem Standardspiel. Einen neuen und einen alten. Aber ja, dann bauen wir den hier auch. Vielleicht so neben der Schule. So ein Sportplatz. Und Schule, da bauen wir hier. Wir haben ja noch welche aus dem Workshop. Brick School, da braucht man aber sehr viel Ziegel, die teuer sind. Am günstigsten war immer, glaube ich, diese eine hier. Named after Pushkin. Vanilla School, glaube ich. Aber 45 Tonnen Ziegel. Ich glaube sogar die hier, 84. Aber wenn wir aus der Umgebung die Leute herkarren lassen, dann nehmen wir einfach die Schule, oder? So. Wunderbar. Sie gehen auf jeden Fall gar nicht arbeiten, wenn es keinen Kindergarten gibt. Fun Fact, sie gehen auch nicht arbeiten, wenn es keine Kirche gibt, kein Wasser, keine Abwasserentsorgung, keine Müllentsorgung. Sie gehen auch nicht arbeiten, wenn sie keine Nahrung haben, keine Kleidung. Je nachdem, wie du sie natürlich eingestellt hast, die Schwierigkeit. Sind die Leute ziemlich schnell angefressen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, ich bin immerhin der oberste Herrscher. Ich bin Eminenz, Erhabener. Und die maßen sich hier an, mir was vorschreiben zu wollen, was sie haben wollen. Also ich finde das schon... Einige Köpfe könnten in diesem Spiel durchaus auch mal rollen, finde ich. Also ein öffentlicher Exekutionsplatz, um mal zu zeigen, wer hier der Diktator ist, wäre schon hilfreich. Sowas wie Essen. Die sollen arbeiten. Da haben sie nicht an Essen zu denken. Das sind halt immer diese Wunschvorstellungen vom Menschen heutzutage. Sicherer Arbeitsplatz, ein Dach über dem Kopf, Essen. Weiß nicht, wer ihnen das eingeflößt hat, diesen Kram. Also ich war es auf jeden Fall nicht. Aber wie geht das, wenn man keine Kirchen bauen kann? Indem du die Kirchen dir als Mod besorgst. Normalerweise geht das Spiel davon aus, dass du nicht mit einer leeren Karte startest. Ich hätte gedacht, sie fixen das zum Start, haben sie aber nicht geschafft. Das ist sehr enttäuschend. Oder sie wollen es nicht schaffen, weil sie das vielleicht nochmal komplett umarbeiten. Kann sein, dass es in diesen englischen Workshops, die sie oft da halten, da eine Möglichkeit gibt. Aber wir haben hier durchaus auch die Möglichkeit, Kirchen zu bauen. Zum Beispiel die Berliner St. Michaeliskirche, die kennen einige bestimmt, wenn sie aus Berlin kommen, oder auch Touristen. Die steht ja an einem sehr beliebten Platz. Ansonsten haben wir noch eine Kathedrale oder auch einfach so Türme. Oder aber auch hier so eine schöne Barockkirche. Die sind teilweise auch original im Spiel drin, kann man sich aber als Modpaket runterladen. Die funktionieren dann auch genau wie im Spiel. Also, da gibt es auch keine Kompatibilitätsprobleme. Warum man den Mod nicht einfach in die ins Spiel eingearbeitet hat. Also, die müssen ja einfach nur sagen, ah, die Kirche, die es eh schon gibt, ja, die kann der Spiel auch bauen. Das muss ja ein Einstellungsfleck sein, was dieser Patch nur setzt. Also, hier haben wir eine größere, mal so einen richtigen Dom. Ich glaube, uns reicht hier erstmal so eine... Für 360 Leute, oder? Und Hauptsache erstmal alles zu erreichen von der Dings aus.
Was können wir noch bauen? Dann vergesse ich sie nämlich nicht. Die Kirche ist auf jeden Fall ein interessanter, wichtiger Hinweis. Hospital with Helipad brauchen wir noch nicht, würde ich sagen. Kindergarten, habt ihr gesagt. Da habt ihr was richtig gesagt. Was ist hier? Diesen kleinen mag ich eigentlich sehr gerne, aber ich mag auch den Standard-Kindergarten. Er braucht ja keinen Weg. Aber da wäre er vielleicht zu weit weg. Bau den einfach mal hier hin. Obwohl, nee, da wollen wir ja eventuell Anlieferungen hinmachen. Machen wir ihn einfach hier hin. Genau. Und dann brauchen wir noch eine Kneipe. Die Leute wollen ja auch was trinken. Gerade am Wochenende, verständlich. Und dann machen wir hier so eine kleine Kneipe hin. Man kann auch mit Tee spiegeln. Ich sag's immer wieder, viele fragen das und da wissen das nicht. Mit Tee kann man die Gebäude einfach spiegeln. Nicht alle. Ist aber manchmal hilfreich, um zum Beispiel einen Abstand zu irgendwas zu bekommen. Und dann funktioniert das schon ganz gut. So. Was brauchen sie noch? Ich glaube, die haben alles jetzt. Ah, was brauchen wir hier? Auf jeden Fall Müllplätze. Den, seht ihr, jetzt habe ich die Müllplätze nämlich komplett vergessen einzuplanen. Aber die ganzen Dinger brauchen ja auf jeden Fall einen Müllplatz. Noch ist ja hier nichts im festen Tüchern. Wir können das auch alles nochmal abreißen. Das Gelände gefällt mir ganz gut. Das hier eigentlich nicht. Das mache ich nochmal weg. Das gefällt mir irgendwie gar nicht mit dem Einkaufszentrum. Weil das hier ist so ein Schulkomplex, nicht? Das ist okay. Die brauchen aber auch auf jeden Fall den Müllplatz. Dann vielleicht baue ich den Müllplatz dann lieber direkt hier hin. Andererseits nervt es mich, weil er eventuell dann den Bus blockiert, wenn die da reinfahren. Vielleicht okay, wir bauen nochmal um. Und am Ende geht's nicht und dann habe ich mir so viel Mühe gegeben damit. Das kann natürlich auch passieren. So, wir bauen erstmal die Straße. Die Bushaltestelle vielleicht eher seitlich, damit die Busse nicht auf der Straße stehen, falls die da zu zweit sind. Und irgendwas blockieren. Und dann machen wir das so. Dann haben wir da so ein schönes, einheitliches Gelände. Wir können hier übrigens auch auf Boden wiederherstellen gehen. Und dann baut der durchaus auch wieder Rasen an. Okay, also das haben wir. Jetzt Müllplatz. Einen schönen zentralen. Wahrscheinlich brauche ich eh mehr als einen Müllplatz. Aber egal. Dann nochmal. Die Kirche. Wir fangen mit der Kirche an. Weil dann vergesse ich die nicht. Weil die halt als Motte ist. Übersehe ich das echt ganz gerne. Braucht die Kirche Müllplatz? Ja, braucht sie. 120 Meter darf sie davon weg sein. So. Es muss ja auch nicht alles gerade stehen. Die Kneipe passt nämlich da auch noch wunderbar dazwischen.
finde es zum Beispiel schade, dass die Sachen nicht direkt an der Straße stehen können, sondern immer so eine kleine eigene Straßenverbindung brauchen. Ich glaube, das ist halt so was Typisches, weiß nicht, Deutsches oder Mitteleuropäisches, nicht? Dass man da immer, direkt an der Straße gebaut hat. Aber ich bin ein Fan davon. Ah, ja, das kriegen wir noch ein Stück schöner hin, oder? Oh ja, so ist gut, oder? Ja, oh, ein Traum. Ich meine, in echt ist ja auch das wenigste krumm und schief, was krumm und schief ist irgendwie. Einkaufsladen, Kindergarten. So, Kindergarten vielleicht hier oben so als zentrales Gebäude. Da kommt der aber nicht an den Müll. Gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser jetzt schon als vorher. Die Müllplätze hätten halt noch einen Anschluss von hinten gebrauchen können, nicht wahr? Dass man hier hinten ran kann. Aber okay. Nochmal Kindergarten. Jetzt könnte er einen Anschluss zum Müll kriegen. Ab hier. Hier hat er keinen Anschluss zum Müll. Eventuell müssen wir doch mit dem Müllplatz das anders machen. Wir haben ja zwei Müllplätze. Wir könnten die nämlich so drehen. Und weiter nach hier setzen. Dann behalten alle ihren Anschluss an den Müllplatz. Und dann können wir den Kindergarten da hinsetzen, wo wir ihn hinsetzen wollen. Und auch gegenüber zum Beispiel das Einkaufszentrum kann hier hin. Und hätte den Müllanschluss. Und dann können wir es von hinten erweitern. Kneipe haben wir schon, Strandcafé nicht. Der Sportplatz, ja, den wollte ich irgendwo hier hinsetzen. Vielleicht hier drüben? Nee, auf der Seite nicht. Das soll schon, sollte schon passen. Hat auch einen Müllanschluss. Sehr gut. Jetzt den Kindergarten. Der hat dann da auch den Müllanschluss. So vielleicht. Ja, wie platzieren wir den jetzt? Mit Steuerung kann man auch sich die Sachen ausblenden, finde ich eigentlich ziemlich praktisch. So, und dann die Schule. Oh, ich hätte gedacht, da ist mehr Platz, dass die kleiner ist. Aber ich finde eigentlich ist es doch voll cool. Wenn das so ein bisschen enger aneinander steht, oder? Halb überzeugt davon. Ah, hier ist wieder doof. Ja, das passt nicht 100%, weil die Straße da hinten wieder ihre Andockpunkte hat. Man kann manchmal die Sachen zusammenfügen, aber leider nicht immer, so wie in diesem Fall. Aber so dürfte es gehen. Ja, das ist okay.
Dann können wir hier noch rüber und... Oh, das geht nicht. Das ist zu eng. Shit. Ich dachte, ich kann da so einen kleinen Geraden noch lassen. Ja, so ist besser. Was fehlt noch? Habe ich alles. Schule haben wir, Kindergarten haben wir, Krankenhaus und Feuerwache kommen später, würde ich sagen. Wohnhäuser kommen später. Wobei ein paar durchaus auch hier wohnen müssten. Aber das können wir dann machen. Lebensmittel, Kneipe, Kaffee, ein Kino oder sowas. Wir bräuchten Kultur. Vielleicht das Amphitheater. Das ist ja neu. Dass wir das hier so bauen. Das passt, glaube ich, in so eine Dschungel-Setting ganz gut rein. Und dann haben wir hier wirklich alles zentral an einer Stelle. Und ich bin echt gespannt, wie sehr es in die Hose gehen wird. Also wir sind sicher, dass es in die Hose gehen wird. Die Frage ist halt nur, wie sehr. So, ein Müllplatz versorgt alles, sofern ich das richtig gemacht habe. Von den Wegen hier ist auf jeden Fall alles dran. Heizung und Wasser würde ich dann machen und Strom, wenn es soweit ist. Ich glaube, damit haben die erstmal genug zu tun, nicht wahr? Vielleicht brauchen wir auch noch zwei weitere Baubüros dann. Ich weiß nicht, wo ich die hinmachen wollen würde. Wir können hier auf jeden Fall nochmal auf Boden wiederherstellen gehen. Zack. Wir können auch wieder Bäume pflanzen, Palmen und sowas. Dschungelbaum. Klingt auch gut. Dann wächst das mit den Baustellen auf jeden Fall zusammen. So, Abwasser. Immer noch nicht ganz fertig. Die Pumpe fehlt noch. Und Wasser auch noch nicht gebaut. Wir haben inzwischen den 29. Mai, also die ersten März, April, Mai, 3 Monate sind ins Land gegangen. Wir haben bisher geschafft, 2 Baubüros zu bauen. Und wir können hier mal von den Bergen auf die Stadt hinunter gucken. Und mit Steuerung G kann man sogar das UI ausschalten und die Nacht über unsere Stadt genießen. Obwohl die eigentlich gar keinen Strom haben, nicht? Leuchtet es da trotzdem. Obwohl, das ist das Zollhaus. Das hat natürlich Strom. Stimmt. Das andere sind ja alles Autos. Ah, okay. Nee, passt. Dann kann man sich zurücklehnen und auch mal einen Schluck genießen, während die anderen die Arbeit erledigen. So muss es nämlich sein. Ich finde es auf jeden Fall cool, in welcher Entfernung man noch die Autos wahrnehmen kann, die ganzen Sachen sieht. Und direkt an den Tempelanlagen. Hier geht es auf jeden Fall auch voran. Also irgendwo hier könnte schon noch ein Baubüro hin, glaube ich. Vielleicht direkt hier hinter. Ich meine, das Wasserzeug werde ich eh nicht mehr großartig erweitern, nicht?
Manchmal wünschte ich, ich könnte den Spitzenwinkel forcieren, aber der geht immer nur, wenn man so relativ eng baut. Oder so halt. Wir bauen ja diesmal krumm und schief. Und dann haben wir da zwei Baubüros und hier für die Seite ist, glaube ich, ganz gut. Da habe ich Bock drauf. Weil mit den Baubüros kann man natürlich alles beschleunigen. Und ich würde sagen, dann machen wir wieder so ein Ankt-Ding, nicht wahr? Das heißt, eine Straße muss ja gar nicht so lang sein wie da drüben, weil wir eher diesen Anschlusskreis brauchen. Und da drin machen wir dann die beiden Baubüros. Ich glaube, so ist sogar gut. Dann kann ich da den Strom vielleicht vorbeiführen. Habe ich bei den ersten beiden gar nicht dran gedacht an sowas. Und dann geben wir denen natürlich hohe Priorität. Und die sind leider schon wahrscheinlich sehr voll, aber es reicht noch. Und da muss man auch drauf aufpassen, dass man sich nicht überlastet. Es gibt auch hier diese Bauansicht, da kann man das auch manuell machen, nicht? Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, diese beiden Bauämter liegen auf der 1 zusammen. Die hier nachher auf der 2. Und die hier sollen dann zum Beispiel das hier, die sollen nur das machen. Oder ich kann sagen, die sollen Gebäudesanierung machen. Die sollen diese Baustelle hier nicht machen. Dann kann man halt viele Bauämter gleichzeitig wunderbar steuern. Ich würde sagen, wir lassen die hier erstmal werkeln. Und gucken dann in der nächsten Folge. Ich lasse die mal bauen. Ihr habt ja gesehen, was ist. Vielleicht strukturiere ich die Straßen hier hinten nochmal ein bisschen um. Dass das hier ein bisschen ordentlicher wird. Ah, ich habe hier Platz gelassen. Also hier kommen wir auch mit Strom vorbei. Sehr gut. Dann kann ich das hier vielleicht noch ändern, dass die ein bisschen im anderen Winkel da nach hinten geht. Und ja. Und wir wollten ja immer nur Dreierstraßen aneinander bauen, nicht? Keine Kreuzung mehr. Aber andererseits, gut, hier fährt nie was hin, außer eine Feuerwehr. Das ist okay. Aber vielleicht sollte ich darauf achten, dass das vielleicht keine Probleme gibt, gerade an großen Kreuzungen keine Viererkreuzungen zu haben. Bin gespannt, ob ich da selber dran denke später. Und wir sehen uns zur Folge 3, wenn die Stadt vielleicht schon ein bisschen mehr steht. Und dann planen wir Wasserleitungen und Stromleitungen. Hoffentlich.